Willkommen, liebe Clasher und Clasherinnen, bei mir im Thorsten Gattuto beim Clan Sofa Crew. Ja, ihr seht hier meinen Maxed Out RH7 Account und ich bespiele den ja nach wie vor immer mal wieder nebenbei, aber ihr seht das, das geht auch fürchterlich schnell hier. Mir fehlt jetzt nur noch eine einzige Forschung und das sind die Schweinereiter. Die Schweinereiter hier, die kosten mich 20.000, das ist ganz schön viel für so einen RH7, der gar nicht mal so stark farmt, aber zum Zeitpunkt der Clanspiele, wir sind hier zwar ein voller Clan, aber hier haben nicht viele die Clanspiele mitgemacht und ich musste mit dem RH7 oder ich habe mit dem RH7 hier relativ viel gespielt, sodass wir auch mindestens mal bis in die Bücherränge und in die Tränkeränge kamen. Und ihr seht das hier, ich habe hier auch ein Buch, nämlich zum Truppen sofort fertig gemmen, also sofort fertig machen. Und ich habe gedacht, hier für den RH7, da sollen es die Hogrider sein, aber mir fehlen ja noch so ein bisschen. Oder mir fehlt ein bisschen was Dunkles. Das wollen wir heute reinfahren, aber nicht mit den Drachen. Mit den Drachen machen wir erstmal einen CK-Angriff. Soll ja CK-lastig bleiben hier. Und ich kann hier nicht wirklich viel holen, denn ich habe hier im unteren Bereich schon RH8 Bases. Und ich muss sagen, den hier hätte ich vielleicht gerne mit zweier Hawks gemacht. Aber die habe ich ja noch nicht. Die fehlen mir ja noch. Und deswegen habe ich mir erstmal die 24 ausgeguckt. Der ist auch jetzt nicht vom Pappe. Das Problem ist, dass er hier auch eine 6er-La hat und meine Drachen unter Umständen außen rumfliegen werden, weil sie sind wirklich nicht so, sie sind ja wirklich noch nicht so stark und ist aber egal. Hier hinten haben wir dann auch noch den Feger, der will die immer wieder ein bisschen wegpusten, aber vielleicht habe ich ja Glück, wenn ich hinter der Zauberschüssel meine Loons droppe, dass ich die vielleicht in Wut über den Sweeper hier kriege. Mal schauen. Ich muss auf jeden Fall die Clanburg mit erwischen und ich habe dreimal Wut diesmal genommen, sonst blitze ich immer ganz gerne eine weg, aber bei der hier mit den langsamen Drachen sollen die denn letztendlich doch irgendwie so ein bisschen in die Mitte gehen, also gehe ich hier jetzt erstmal rein und setze hier mal einen Drachenbehände nach dem nächsten, so dass ich auch ein bisschen die Außenflanken hier erreiche. Hier in der Mitte kriege ich ja erstmal noch gar keinen Beschuss. Da gibt es einfach nichts, was mich jetzt anschießen kann, aber die Drachen sollen in jedem Fall mittig reingehen. Ja, und das wird jetzt gleich so ein bisschen mein Problem werden. Da kommt schon die Clanburg raus. So, und jetzt werde ich hier hinten, werde ich jetzt meinen Sweeper, den Sweeper hoffentlich wegmachen. Mal sehen. Hier habe ich jetzt noch einen Drachen. Da ist der Sweeper schon mal weg, das ist schon mal nicht schlecht, aber ich muss die beiden Luftabwehren natürlich irgendwie erwischen. Ja, und ihr seht das, das hält alles nicht so wirklich stark und viel. Das sind halt zweier Drachen auf einer 8er Base mit 5er Lars. Die ist auch ganz gut, die Base hier. Jetzt sind sie allerdings an der Luftabwehr dran und auch am Rathaus. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich die trainiere, dass die hier noch ein bisschen rumrennen. Damit ich jetzt erstmal hier die Außenlager wegmache, dass meine Drachen hier noch drin bleiben. Aber die Bogenschützentürme sind natürlich auch stark. Und ich habe eine Luftabwehr jetzt nicht bekommen. Und ich denke mal, die Drachen, ja, vielleicht werden sie jetzt doch nicht außen rumfliegen. Aber wenn sie jetzt nochmal reinfliegen, wäre es eher Glück. Und ich habe hier jetzt den zweiten Stern rausgeholt. Aber mehr ist für meine Truppe hier nicht drin. Das muss man einfach mal so sagen. Und für mich als RH7 ist das schon unheimlich schwer. Die Base ist ein bisschen größer, hat auch schon RH8 Def so hier und da. Und ja, es geht einfach nicht mehr. Was soll ich machen? Immerhin zwei Sterne für mich hier. Also zum Üben ist das natürlich super. Und der Account hier geht ja in jedem Fall aus auf Rathaus Level 8. Also auch das gönne ich mir natürlich, den 7. Sind wir ehrlich, ein 7er Charakter hat man ja relativ schnell, muss ich sagen. Und ich würde sagen, wir bauen die Drachen auch gar nicht nach, sondern wir farmen jetzt erstmal. Mindestens zweimal müssen wir mit der Armee hier farmen und ich muss einmal die Zauber nachbauen. Ich würde sagen, wir lassen den King eben mal ein bisschen reggen und dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, die Armee ist ready und dann hauen wir mal rein und suchen uns mal einen Gegner, der auch ein bisschen Dunkles für uns hat. Also viel brauchen wir ja nicht mehr. Ich habe schon ein bisschen vorgearbeitet, aber ein bisschen ist es ja immerhin noch. Und wenn ich dann immer so ein RH7 habe mit 800, 900 vielleicht oder auch 700, dann schlage ich dazu. Gar keine Frage. Ich habe mir auch ein bisschen was in die Clanbook spenden lassen. Oh, das sind schon mal 1000 und die sind hier
denke ich mal, im Bora und in der Clanburg. Na, ich habe mir einen Heiler in die CB legen lassen. 304, das ist zu wenig. Also ihr seht, in der Liga, wo ich jetzt auch rumeier, so richtig, wirklich viel gibt es da nicht. Und der eine Heiler wird es natürlich auch nicht gegen so starke Luftabwehren reißen. Hier ist allerdings eine im Bau, 824, gerade so RA8. Es ist immer schwierig, einen Gegner zu finden. Schwieriger Gegner, aber 1294 in den Bohrern oder im Lager? Ich denke mal eher im Lager. Hier hinten könnten wir vielleicht noch die Bohrer erwischen. Und hier erwischt uns auch noch nicht ganz so viel. Noch nicht ganz so viel Defense. Wir nehmen das jetzt mal so hin. So. Dann nehmen wir hier die Clanburg hinterher. Ja, die Clanburg ist ein bisschen geschmeichelt. Aber ist nicht so schlimm. Oh, wo gehen denn die alle hin? Aber meine Mauerbrecher müssen auf jeden Fall da rein. Die müssen da rein. Ja, gehen sie nochmal einen durch da. Jawohl, da gehen sie durch. Super. Das wollte ich eigentlich nur. Denn dann ist zumindest der Weg hier Richtung des Dunklen so ein bisschen frei. Denn das wollen wir ja letztendlich haben. So, dann wuten wir hier mal durch. Und heilen hier auch mal durch. Oh, unser Heiler geht ganz gut durch. So, das Dunkel haben wir schon mal. Das ist schon mal nicht schlecht. Jetzt habe ich nur keine Truppen mehr. Das ist natürlich ein bisschen doof. Für die hier hinten. So, müssen wir mal eben schauen, dass wir den mal eben zünden. Und dann holen wir uns, glaube ich, mal noch die restlichen Lager hier. Da wird jetzt gleich der Minenwerfer raufschießen. Oh, ich bin gerade ein bisschen leiser geworden. Das tut mir leid, Leute. So, das ist aber gewesen hier. Dann holen wir uns noch ein bisschen Elex, dass wir nachher wieder ein paar Drachen ausbilden können. Um eventuell da weiter mit zu farmen. Aber wir haben hier die 1200 in jedem Fall geholt, haben einen Stern. Ja, was wollen wir denn mehr? Sieht ganz gut aus. Wer eiert denn hier noch rum? Ah, hier hinten sind die noch, meine Kobis. Und die Riesen haben, glaube ich, ganz gut mit dem Heiler gehalten. Ich denke mal, die Kombo kann ich mir in jedem Fall nochmal mit in die Clanburg nehmen. Ich war hier mit dem, oder bin hier im Moment mit dem Alex, auch in den Clan reingekommen, weil es hier so spendenmäßig nicht so gut aussieht. Für CK kann ich natürlich kein Golem spenden hier, da erwartet der Zanzu sicherlich etwas bessere Truppen, aber wir können auf jeden Fall diese Truppe nochmal nachbauen. Und ich fordere hier nochmal an, einfach nochmal einen Heiler, dann, das habe ich mit Alex fertig. Und mehr geht hier ja nicht in meine Clanburg rein. Dann machen wir das nochmal nach. So und so. Jo, und dann würde ich sagen, cutten wir nochmal. Ich will auf jeden Fall mit euch hier die Hogs leveln und unter Umständen auch damit angreifen. So, ich habe mir mal eine Boost-Pulle genommen, denn ich hatte letztes Mal mit ganz vielen meiner Chars, oder mit einigen meiner Chars das Problem, dass ich den Reward gar nicht aufnehmen konnte von den Clankriegen hier, weil ich hier hinten die grünen Pullen immer noch hatte und die musste ich natürlich erstmal verbrauchen. Teilweise habe ich sie sogar so verbraucht, oder? Aber ich habe mir einfach die Gems dafür gegönnt, wenn ich kein Interesse daran hatte. Aber hier habe ich natürlich Interesse und dann gucken wir mal, ob wir hier nicht unser zweites Farm, ob wir heute finden für 300 Dunkles. Für 300 Dunkles sind die teilweise ganz schön schwer. Ich will ja auch nicht verkacken. Nachher kommt da so eine fette Clanburg raus und dann stehe ich da mit meinem kleinen Hemd. Da habe ich natürlich gar keinen Bock drauf. So, ich muss aber mal immer schauen. Oh, noch. Hier habe ich aber Bock drauf. Der kann sich ja schon mal das hier nehmen. Und dann können wir sicherlich... ja, wir gehen mal ruhig über diese Seite hier rein. Kürzester Weg ist eigentlich über die King-Seite. Aber wir nehmen mal nicht ganz den kürzesten Weg, sondern wir gönnen uns einfach mal den längsten Weg hier. Na, nicht ganz den längsten Weg, aber mal schauen. So, Heiler hier mit rein. Dann müssen wir das hier jetzt aber hier mit den Magiern wegmachen. Und den können wir auch mal mit reinnehmen hier. Und jetzt müsste hier allerdings mal die Mauerbrecher durchgehen. Das wäre nicht schlecht. Das tun sie auch. Das ist super. So, dann kriegen die hier erstmal ein bisschen Wuthuldigt wieder. Ich bin wieder ein bisschen, ich muss immer ein bisschen hart gucken, wo ich denn gleich meine Meute Kobis spammen kann, damit die auch in die Mitte reingehen. So, die laufen nämlich erstmal nach außen. Das ist nicht so optimal. Die laufen jetzt aber rein und die gehen nochmal durch den Wut. Ja, das ist auch nicht schlecht.
Machen die das Lager? Ja, das Lager haben wir. Wir haben ja in jedem Fall die 20.000 schon mal. Das ist schon mal nicht schlecht. Vielleicht können wir noch ein bisschen Elex mitnehmen. Mal sehen, die gehen auch immer noch wieder rein. Jetzt schön in die Mitte hier. Ja, dann nehmen wir mal das Rathaus noch mit. Dann haben wir wieder ein Rathaus mehr auf unserem Konto. Und mal sehen, ob die sich nicht noch zu einem so ein Lager durchfressen können. Aber hier der Magerturm ist natürlich ein bisschen zu verschärft. Ja, ein bisschen haben die, ein bisschen Hitpoints haben die schon. Also gar nicht schlecht hier. Jawohl, ein bisschen Elex brauche ich natürlich. Unter Umständen für ein CK, aber das haben wir erstmal gemacht. Ich denke mal, die Zauber verbrauchen wir nicht 1292, ja, also doch mehr, als ich gedacht habe. Und jetzt muss man mal sehen, dass ich auch die richtigen Zauber wieder nach habe. Ah, nicht ganz, ist aber nicht so schlimm. Wir bauen die Armee einfach nochmal nach. Okay. Und dann würde ich auch sagen, machen wir auch das, was wir vorhatten. Das heißt also, wir stoßen erstmal die Schweinereiter an. Und 4 Tage 23 Stunden würde 753 Juwelen kosten. Die machen wir mit einem Schlag fertig. So, damit sind wir maxed RH7 und können nichts mehr upgraden hier. Das müsste jetzt eigentlich auch stehen, dass hier nichts mehr dran steht an dem Labor. Sonst steht da nämlich immer Forschen oder Research. Und ich würde sagen, der wird ja ein RH8 hier. Also gönnen wir uns auch mal das RH8 hier. Stoßen wir den an für 8 Tage. Zack. So, dann gucken wir mal, dass wir in 2 Minuten die Armee hier wieder haben und natürlich ein bisschen Dunkles jetzt nachfahren können für unsere Armee. Einen Angriff habe ich jetzt schon mal wieder gemacht, aber das war jetzt nicht so schlimm, denn Dunkle kommt auch nicht von ganz alleine und manchmal, da nervt mich diese Warterei aus, dann greife ich auch einfach mal so an. Jetzt kann ich im Moment nichts in die Clanbook nehmen, das ist aber nicht so schlimm, denn mit der Armee hier, mit den Riesen, ich meine, die ist auch Elex-Tor, ich habe zu wenig Elex, aber ich meine, ich gebe auch immer relativ viel Elex im Moment für diese Armeen hier aus und ja. So ein bisschen hängt übrigens Sprache und Bild nach. Das liegt einfach daran, dass ich heute mal wieder am Handy aufnehme und das Handy halt so ein bisschen nachleckt, sage ich mal. Also wenn ich hier auf Weiter klicke, dann dauert das immer ein Sekündchen, bis das bei euch erscheint. Deswegen ist meine Sprache etwas schneller als das Bild hier. Ist aber nur ein ganz, ganz kleines bisschen. Ich glaube, das ist nicht so schlimm. Und da kommen wir wieder nicht ran. Also manche Bases, ich meine, vieles drücke ich natürlich jetzt auch weg, aber ein bisschen will ich wenigstens noch holen, sodass wir hier auch auf jeden Fall in 8 Tagen diesen Pot auch voll haben. Und das war mir ein bisschen wenig. Und wir dann auch gleich fröhlich irgendwas mit dem Dunklen machen können. Keine Ahnung, King anstoßen oder so, aber ich glaube, da reicht das Lager nicht, denn der hat ja jetzt auch schon 20.000 gekostet auf Level 5. Und den habe ich allerdings so laufen lassen, weil ich auch, das ist auch mein erstes Buch, was ich überhaupt hatte hier mit diesem Charakter hier in diesem Clan. Und das nutze ich einfach mal, weil die nächsten Clan-Spiele stehen ja auch schon wieder an. Und da gibt es ja schon wieder reichlich zu holen. Ja, ich weiß, 900 ist nicht gerade der Brocken, aber Kleinvieh macht auch Mist. Und wenn ich die 900 in jedem Fall mitnehme, dann ist das schon mal... Ist das schon mal super? So, die können mal da hingehen. Und ich nehme hier erstmal so ein bisschen die Lager mit weg, dass die mir zumindest schon mal außen die beiden Bohrer holen. Ja, wollen wir mal gucken. Ich gehe mal ein bisschen näher für euch rein, aber das machen die schon mal ganz gut, trotz des Bombenturms da, oder? Kriegen die das? Ja, okay. Das haben die schon mal. Und dann gehen wir mal, ja, ich würde sagen, wir gehen einfach gerade Linie hier rein. So. Mit Mauerbrechern. Jetzt schicke ich mal nicht alle. Oh, das ist nämlich eine hakelige Situation da. Oh ne, okay. Die Riesen haben das jetzt doch gemacht. Und jetzt muss ich die allerdings mal durchheilen hier eben. So, jetzt haben wir eigentlich eine gerade Strecke für unsere Kobis, das dicke Lager dazu kriegen. Ja, das holen die sich auch. Und einmal in Wut hier, Jungs, hier. Dann gehen sie vielleicht auch noch mal durch. Ah ne, die gehen nicht nochmal durch. Oh, da schlägt der Minenwerfer denn doch ein bisschen doller zu. Shit. Naja, macht aber nichts. Der hat noch 98. Wo hat er die denn auf? Der hat er wahrscheinlich im Rathaus. Da kommt man natürlich jetzt nicht mehr dran. Da sind noch ein paar Mauern im Weg. Ist auch ein RH, ein Rathaus 8 hier. Ihr seht das hier. Meine Riesen kriegen hier auch richtig Feuer. Und ich denke mal, die 30% die seien geschenkt.
Das brechen wir lieber ab. Das macht aber nichts. 802 geholt, das ist in Ordnung für mich. Und ich habe jetzt schon die CK-Armee in Ausbildung. Es sind zwar viele Cuts heute, aber ich glaube, das ist auch nicht so schlimm. Ich schaue mal eben, ja, die dauert auch noch ein paar Minuten. Und habe hier gleich also gebaut, einen Drachen, fünf von denen, das sind zu viele. Da muss ich noch zwei von denen machen. Und ich rocke noch einmal diese Armee gleich nach. Warum geht die nicht nach? Drei Heil. Ach so, okay. Deswegen geht die nicht nach. Also wir sehen uns gleich zum CK-Angriff auf die 25 nochmal wieder. Und erste Mal hier Rathaus 7 mit Hockrader. Mal sehen, wie das so hinhaut. Okay, wie heißt es immer so schön, Butter bei die Fische. Und das machen wir jetzt auch. Also gehen wir hier mal in den laufenden CK rein. Und ihr seht das hier. Ich denke mal, aufgrund der wenig Aktivität wird das nicht mehr gewonnen. Ja, aber das macht nichts. Wir wollen trotzdem ein bisschen üben. Für uns, auch wenn wir hier jetzt ruhig ein paar Kapazitäten ausgeben, das ist alles nicht schlimm. Und ich hatte mir ja gedacht, dass ich erstmal die Clanburg irgendwo hinlocke. Ich weiß noch nicht genau wo. Müssen wir mal schauen. Und komme dann geballt über irgendeine Flanke hier rein. Welche weiß ich auch immer noch nicht. Aber wir schauen mal. Oh, ich habe noch gar keine Clanburg. Oh. Das wäre mein Rauschmiss gewesen hier. Verdammte Eieraxt. Da muss ich erstmal jetzt Hox nehmen. Haus. Hörs. Hotspot. Horst. Nee, Host. Naja, was der da auch immer rausliest. Das sieht auf jeden Fall nicht so gut aus. So, vier Hox haben wir da schon mal. Schweine für CW. Die mache ich dir auch gerade. Oh. Dann laufen die. Laufen. Laufen. So. Und ich habe das jetzt mal eben getippt, weil ich ja noch mit dem Alex auch da bin, habe ich jetzt gar nicht gesehen, dass die Susi auch ein paar Hocks braucht. Und dann ziehen wir hier mal rein und machen das mal so, wie wir es eigentlich geplant haben. Also 30 bzw. 28 Hocks hier, zwei Riesen. Müssen wir mal gucken, ob wir damit überhaupt auskommen und ob ich vor allen Dingen die Clanburg schaffe. Das ist ja für mich das Wichtige. Also erstmal, so ein bisschen hängt das ja, so ein ganz kleines bisschen hängt das ja nach. Also nehmen wir erstmal einen Hockrider, der nicht keine Falle auslöst, aber hier so ein bisschen was aus der Clanburg rausholt. Das ist schon mal nicht schlecht. Was ich natürlich auch nicht habe, ich habe kein Gift oder sowas, ne? Das ist ein bisschen hinderlich. Und was ist hier denn jetzt eigentlich? Ah, hier ist eine Walküre drin, okay. Ich habe aber einen Drachen. So, dann nehmen wir aber trotzdem noch mal so ein paar von denen hier mit rein. Oh, jetzt ist der Drachen schon kaputt. Okay. Das ist aber nicht so schlimm. Nur lebt der Drachen noch. Das ist ein bisschen doof. Den müssen wir in jedem Fall noch packen. So, ich musste mal gerade ein bisschen leiser werden. Und dann denke ich mal, gehen wir mal von hier jetzt mit so einer ganzen Masse Hocks rein. So. Und gucken mal, von wo wir die. Ich glaube, die setzen wir jetzt mal am besten hier. Dann nehmen wir hier jetzt mal unseren ersten Heilzauber. Ein bisschen Clean Up können wir hier schon mal nehmen. Clean Up, wie niedlich sich das anhört, ne? Und ich habe natürlich kein Gift. Das ist so richtig kacke. Und alle meine Hocks, ah nee, meine anderen Hocks, die haben da überlebt. Das ist natürlich super. Und wir schauen mal, wie die sich hier durchschlagen. Oh. Da hinten ist noch ein Hock. Einer ist noch da, aber ich denke mal, ja, das ist ein bisschen wenig Heil. Und ich habe auch nicht mehr so viel Hocks über, weil die Skelette fressen mir meine Hocks auf. Ich habe kein Gift oder sowas. Das ist ein bisschen doof. Und der King ist mir hier auch hart auf den Fersen. Ich habe allerdings jetzt auch nur noch eine Defense, nämlich die Doppelkanone hier. Und noch den Minenwerfer. Oh, das kann ja noch was werden hier. Da ist noch der King, okay. Aber die müssen ja jetzt gleich nochmal in die Mitte rein. Und das ist noch der Bogenschützenturm. Okay, jetzt müssen die sich erst um die Skellies kümmern, aber ich denke mal, für ein Cleanup wird das hier ein bisschen zu eng. Auch von der Zeit her, eine Minute. Ich habe zwar noch ein paar Hocks jetzt über, aber ja, da wird ja nichts mehr in die Mitte gehen. Und die machen ja jetzt nicht so übermäßig viel Schaden hier. Mit den King und mit den paar Hogridern hier habe ich doch noch ein bisschen zu viel Gebäude hier. Ja, das packen wir nicht. Das packen wir einfach von der Zeit her nicht. Aber ist nicht so schlimm. Ich glaube, das war ausbaufähig. War ausbaufähig. Und hätte ich jetzt darauf achten müssen, vielleicht, ich habe den ersten Angriff auch auf diese Base nicht gesehen und wusste natürlich unter Umständen nicht, dass da Skellies rauskommen, weil hier war, glaube ich, ein Drachenangriff drauf oder sowas. Ja, oh, die schaffen natürlich einen 7er King nicht. Meine armen Hogrider da, schade auch. Na, Mann. Naja, macht nichts. Ein Stern, bleibt bei einem Stern mit vielen Prozenten. Ist auch immer so ein kleiner Witz, also so, oh, viele Prozente.
Und ein Stern, hurra. Das bringt uns natürlich hier überhaupt nicht weiter. Mich bringt es auch nicht wirklich weiter, denn jetzt kriegt auch mein letzter Magier hier ein bisschen Prügel und auch mein Fünfer King, der hier, glaube ich, etwas angeschlagen wirkt, kriegt jetzt auf die Mütze von dem Siebener King, denn der verteidigende King ist immer etwas stärker, weil ich meinen ja schon gezündet habe. Ach, sehr ärgerlich. Sehr ärgerlich, aber was will ich machen? Ich bin hier in R7 auf ein R8 und damit muss ich leben. Okay, dann ist jetzt Zeit, ein bisschen Elex noch mal ein bisschen nachzufarmen, denn auch mit dem Elex kann ich natürlich super farmen. Ich hätte fast gesagt, wir machen. Oh nee, nicht, nein, nicht die Truppe. Ich brauche das Dunkle. Oh, nicht die Truppe. Ich brauche das Dunkle. Auch nicht das. Oh, das können wir so nehmen. Okay, das können wir mal so hinnehmen hier. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 6. Ein paar Mauerbrechis dabei. Und unsere ganze Horde von Kobolden. Und dann machen wir uns mal auf die Suche nachher nach was Neuem. Hier, jetzt haben wir drei Heilzauber. Die bringen mir natürlich auch nichts. Ich nehme mal immer zwei Wut, ein Heil. Und ich hoffe, die Rathaus 7 Folge hier hat euch trotzdem gefallen. Zwei CK-Angriffe von mir mit dabei. Ein bisschen Gefarme mit dabei. Und ja, mal gucken, wie die Truppe hier in 8 Tagen aussieht, wie es hier weitergeht. Ich weiß auch noch nicht. Also so wenig, wie ich den ja gespielt habe, bin ich jetzt auch schon relativ weit. Ich würde einfach sagen, bis dahin, euer Toto. Flasht.